Intro Gag in 3, 2, 1. Mark! Ja? Mark, es ist soweit! Ja. Es ist soweit! Oh mein Gott! Es ist oh mein Gott! Es ist wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und unsere Hochzeit auf einen Tag! Oh mein Gott! So schlimm! Ja, ich hab ein Päckchen bekommen! Ich war gerade am Zoll und die hatten was für mich und... So, ich mach's auf! Was ist? Blasenfolie! Ich wollte schon immer Blasenfolie! Wir müssen das Let's Play verschieben, ich hab Blasenfolie! Let's Play Blasenfolie! Nein, da ist noch was drin! Seht her, es ist ein Nintendo 3DS, es ist verdammt nochmal, yeah, ey. Boah, und, weißt du was, bevor ich den anschließe und wir mit dem Let's Play beginnen, muss ich noch was ganz anderes loswerden. Nämlich? Ich hab nämlich einen, unseren Lieblings-Layton-Sponsor dabei. Wow. Und zwar diese schöne Flasche hier. Ist sonst nix da, trink, aber. Ah, schön. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier auf dem Etikett steht während Gebrauch schütteln. Was? Ja. Ja. So, jetzt sind wir gewappnet. Jetzt können wir den 3DS anschließen und oh, ich bin so aufgeregt! Du hast, glaube ich, eine Überdosis Orba, kann es sein? Nein, das habe ich doch gerade erst getrunken. Jetzt habe ich eine Überdosis Orba. Nein, ich habe eine Überdosis Lebensfreude, weil ich endlich habe ich diesen verdammten Capture Card 3DS da. Hört man dieses Summen? Das ist ja ein schlimmes Summen. Ich hoffe, das fällt dann nicht mehr auf, wenn er an ist. Na ja. Nee, weiß ich nicht. Ich höre nichts. Ich höre eins. Jetzt höre ich keins mehr, komisch. Ah, und ja, jetzt muss ich ihn nur noch aufklappen und dann seht ihr... Erstens nichts. Mal, ihr seht jetzt gerade mein neues Aufnahmelayout. Ist das nicht hübsch? Ja, ist hübsch. Ich find's wunderschön. Und boah, es klappt! Und ich habe noch keine Karte drin, deswegen holen wir doch mal dieses wunderbare Spiel Professor Layton und die Maske der Wunder raus. Welches wir endlich anfangen. Ich denke mal, es werden viele drauf gewartet haben. Nicht nur wir zwei. Oder nicht nur ich von uns beiden. Emmy würde jetzt sagen, wir müssen Professor Layton in den Schlitz einführen. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Das müssen wir wirklich. So, und damit hätten wir es dann auch schon. Hast du deinen angemacht? Hast du... du weißt schon, dass du ein neues Spiel starten musst, ne? Du hast ja... Gerade in dieser Sekunde. Ja, ja, das weiß ich schon. Okay, jetzt brauche ich den... Ah, ein Stylus. Okay, Verlier ihn nicht! Ich doch nicht, so doof bin ich doch nicht. Was? Oh nein, ein System-Update! Hatte ich fast vergessen, das ist ja noch nicht drauf. Muss ich das? Ja, muss ich. Fuck. Okay, dann warten wir jetzt noch. Keine Sorge, wird rausgeschnitten. Naja. Wieso braucht der so lang? Ich weiß es nicht. Aber was macht der? Warte mal, ich gehe jetzt auch mal ins Spiel rein. Das wär's, wenn das jetzt... Wenn das jetzt bei mir auch kommt? Was? Ja, weiß ich nicht. Nein. Meiner geht irgendwie nicht mehr weiter. Ist das normal? Nee, jetzt ist er. Ah, jetzt ist er. Jetzt ist er wieder da. Ach ja. Verwaltungsdaten werden erstellt. Okay, jetzt können wir starten. Jetzt können wir endlich starten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ist es normal, dass ich deinen Sound nicht höre? Nein. Oh, ich muss den noch hochstellen. Ah. Jetzt höre ich's. Ja, und in den Videos reden wir nicht, okay? Machen ausnahmsweise mal. So, machen wir doch ein neues Spiel. Wieso steht da schon fortsetzen? Ich hab den doch gerade erst bekommen. So, ich hab meinen Namen eingetragen. Hat's Tomnon wieder. Fuck! Ich hab Horst geschrieben. Stimmt, oh Mist. Ah.
Asomantedor. Ja, vor 18 Jahren war diese schillernde Stadt nur ein kleines Hotel in der Wüste. Wirklich unglaublich. Aha. Allerdings, Montador wird von vielen die Stadt der Wunder genannt. Die Stadt der Wunder. Bling! Erste Neuerung, Rätselsache. Das Wunder von Montador. Montador wuchs in nur 18 Jahren von einem bescheidenen Hotel zu einer florierenden Großstadt heran. Wie konnte sich die Stadt so rasant entwickeln? Hat ein bisschen was von Nevada. Von Las Vegas. Stimmt. Da war noch ein Text, egal. Ups, fuck. Kann man auch so lesen. Prolog, die Nacht des Karnevals. Hier gibt es aber viel zu sehen, Professor. Ja, mir kam bereits zu Ohren, dass Montedor eine sehr aufregende Stadt sein soll. Im Brief stand etwas von fürchterlichen Ereignissen. Kaum zu glauben. Sobald wir uns mit Angela getroffen haben, sollte klar sein, was hier los ist. Ja, es ist sicher nicht mehr weit. Du bist. Noch nicht so weit, aber ich muss noch gerade was dazu sagen. Das war der Wahnsinn. Was? Ich habe ein bisschen später weitergedrückt gerade und dein Sound und mein Bild waren zeitversetzt, also hat Luke als Professor gesprochen und umgedreht. Boah, toll. So, ganz du lustig. Darfst jetzt. Schauen Sie sich nur um, Professor, all die Lichter und Farben, fast wie auf einem Jahrmarkt. Ja, hier vergisst man den grauen Alltag wirklich leicht. In der Stadt der Wunder, so sagt man, ist alles möglich. Die Einwohner feiern den Karneval jeden Abend mit einer besonderen Parade. Fuck! Warte kurz, ich brauche Ladekabel. Ich hab meins schon reingesteckt. In den Schlitz? Ja, in den Ladekabelschlitz. Wo hab ich das denn? Mein 3DS ist momentan eh sehr verkabelt, das sieht man leider nicht. Fuck. Warte, ach, das liegt... Sekunde. Eine Minute, das liegt nicht hier. Oh, toll. Willst du schnell meins nehmen? Depp. Einfach nicht. Nein. Das hätte so ein toller erster Part werden können, aber stattdessen muss dieser Typ es doch glatt vergessen, sein Ladekabel dabei zu haben. Wunderbar, wunderbar. Was soll ich denn jetzt machen? Ich schaukel ein bisschen in meinem Schreibtischstuhl rum. Ah. Endlich das Layton LP. Ja. Ah. Und jetzt sitze ich hier. Und warte. Welch Ironie. Es ist wieder da. Ich bin hier gerade schon am Einstöpseln, warte. Ja, stöpsel ihn rein. Ich wipp so lang hin und her. So. Hallo? So, ja, wir können. Du kannst deinen Text sagen. Wo habe ich jetzt meinen Stylus hingelegt? Ah, da. Okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendetwas Schlimmes passiert sein könnte. Alle sehen so vergnügt aus. Das stimmt. Kaum zu glauben, dass sich hinter all der Ausgelassenheit etwas Finsteres verbergen soll. Ich kann nur hoffen, dass Angela sich getäuscht hat. Wer ist Angela? Angela hat so eine Bubi-Kopf-Frisur und sitzt im Stadttag von Montedor. Genau. Nun ja, vom Herumstehen werden wir auch nicht schlauer. Hören wir uns lieber mal ein wenig um. Da haben Sie recht. Dann auf, legen wir gleich los. Nicht so schnell, Luke. Zuerst sollten wir noch ein paar Kleinigkeiten besprechen und vieles davon wird dir neu sein. Hör also gut zu, damit du dich gleich zurechtfindest. Oh, na gut, ich bin ganz Ohr. Und ich bin ganz Mund.
Solange du nicht ganz Nase bist. Berühre das Lupensymbol auf dem Touchscreen, um Erkundungsmodus zu aktivieren. In diesem Modus erscheint auf dem oberen Bildschirm eine kleine Lupe. Sieh mal! Das ist ja der Professor, der da spricht. Ja. Ach so, ja. Du kannst sie bewegen, indem du den Touchpad auf dem Touchscreen umherführst. Ja, ist heute mal ein bisschen anders. Mit dem sich umsehen. Wenn du die Lupe über ganz bestimmte Stellen führst, färbt sie sich orange. An diesen Punkten kannst du mit deiner Umgebung interagieren, indem du den Touchscreen ein weiteres Mal berührst. Es ist gar nicht schwer. Einmal antippen genügt völlig. Hast du soweit alles verstanden, Luke? Alles klar. Zum Umschauen den Touchpen umherführen, zum Untersuchen einfach antippen. Famos! Dann wenden wir unser neu gewonnenes Wissen doch gleich mal an. Untersuche alles genau, was dir auffällt. Ja, wir könnten zuerst mal, bevor wir diesen offensichtlichen Luftballon-Heini irgendwie überprüfen, nach Hinweismünzen gucken, oder gibt's noch keine? Wahrscheinlich nicht, stimmt. Oh. Dann müssen wir doch den Luftballon-Heini antippen, oder? Ja, ich guck gerade, es scheint auch sonst nicht irgendwie was Interessantes zu sein, außer die ganzen Leuchtschriften und der Brunnen. Ja. Okay, der Luftballon-Heini. Okay, den will ich. Hilfe! Sehen Sie nur all die Ballons! Und der arme Clown hängt in den Seilen fest. Ob das zur Vorstellung gehört? Seinem Gesichtsausdruck zufolge würde ich das stark bezweifeln. Komm, Luke, befreien wir ihn. Oh je, sie Armer, das sieht ja furchtbar unbequem aus, wie sie da so hängen. 50 Shades of Grey. Das ist es auch. Ich sollte die Ballons für den Karneval aufhängen und jetzt bin ich auf einmal Teil der Dekoration. Wenn mich der Direktor so sieht, dann kriege ich dermaßen eins auf den Deckel, dass ihr mich nicht wiedererkennt. Seid doch so gut und helft mir hier raus. Wenn ich noch länger so dran hänge, sehe ich bald aus wie ein Krautwickel. Schwupp. Schwupp. Sieht doch ganz neu aus. Rätsel 001. Clownwickel. Für 20 Pickerat. Der tollpatschige Paloni hat sich in vielen Luftballonseilen verheddert. Hilfst du dem Professor und Luke dabei, ihn zu befreien? Berühre die orangefarbenen Punkte auf dem Touchscreen, damit die Seile links und rechts davon die Plätze tauschen. Mach so lange weiter, bis der arme Clown wieder frei ist. Das Ganze kann übrigens in nur 3 Zügen vollbracht werden. Ja, das schaffen wir auch. Berühre auf dem Touchscreen einen orangefarbenen Punkt zwischen 2 Feldern, um diese miteinander zu vertauschen. Wenn du die Felder vertauschst, entwirren sich die Seile oder sie verheddern sich noch weiter. Du musst alle 4 Seile entwirren. Wie war denn das nochmal, wenn du die unten... Fertig! So, hey! Blöd, Mann! Mit 3 Zügen. Moment, wie war das? Und welche hast du gemacht? Nein. Willst du wissen? Nein. Ich denke, man will es schon wissen, nur nicht von mir. Ich will es selber rauskriegen. Okay, ich warte. Na, fuck. Mist. Ich weiß, ich hatte das schon mal so. So, das ist... gar nicht so übel war. So. 1 ist schon frei nach dem ersten Zug. Stimmt das soweit? Weiß ich nicht mehr. Du weißt es wohl. Vielleicht. Das war's nicht. Gehen wie cool! Durch. Was? Wusstest du, dass man den Stylus um 3DS länger machen kann? Da kannst du dran ziehen, oben, dann wird der länger. Das ist ja krass. Das fällt jetzt auf. Ah, gut, dass du das weißt. Ich hätte es nie rausgefunden. Nie. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie die Kapsel oben abgemacht und dann wird der immer länger. Ja, und dann wird der immer länger. So, 2 habe ich schon weg. Ach scheiße, ich entwirr das Ding so. Das ist viel handlicher so in lang. Ja.
Das kann sein. Verdammt. Man kann auch viel präziser damit dann tippen und so. Ich krieg's nicht hin. Man hat auch bessere Angriffsfläche, sagt bloß, du verzweifelst gleich am ersten Rätsel schon. Das ist nicht gerade meine Stärke, weißt du? Außerdem hast du es doch schon mal gemacht. Ja, und? Ich kann mich doch nicht an alles erinnern. Und das ist schon ein paar Tage her. Mehr aber auch nicht. Mach mal nochmal neu. Ich mach schon die ganze Zeit nochmal neu. Mach neu und dann drück oben rechts, in der Mitte und unten links. Ernsthaft? Ernsthaft. Boah. Nun der Moment der Wahrheit. Boah, bin ich schlecht. Kein Rätsel ohne Lösung. Ja, wunderbar. So ist das. Ein Glück, dass du ihn so rasch aus seiner misslichen Lage retten konntest. Und auch die Ballons dürfen nun wieder frei an ihren Seilen tanzen. Juhu. Und das haben wir alles dir zu verdanken.